Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Es geht nochmal ins Skeletosaurus Wrack. Skeletosaurus Wrack. Ein paar Schnuffelchen finden. Ich überlege gerade, ob das auf der Rückseite auch hinter einem herlief. Aber bei meinem Glück ja. Das kommt jetzt gleich aus der Tiefe rausgesprungen. Da seht ihr. Habe ich doch gesagt. Aber wenigstens geht es diesmal nur um drei Schnuffelchen, wobei... Was heißt nur? Es geht um drei Schnuffelchen. In Anbetracht, wie vielen Shy Guys ich schon begegnet bin, musste der jetzt echt sitzen. Da hinten ist ein Kamel, ich glaube, die müssen wir nachher auch noch suchen. Ich schätze mal, die anderen Schnüffelchen wären nicht so nett wie der blaue. Weil ich bin der Nächste, könnte jetzt auch mal langsam kommen. Es wird langweilig. Da ist er! So richtig laut gebellt hat der jetzt aber nicht. Der schwarze Schnüffelchen. Hör was. Also der Hinweg war aufregender. Da oben ist es. Gut. Und da hab ich's. Das Ding ist, Zeitprobleme haben wir hier nicht wirklich, weil die Zeit wird ja sowieso von dem Skeletosaurus vorgegeben. Also jetzt ganz entspannt bis zum Ende durchziehen. Mich würde mal interessieren, wie weit das rosa Vieh mitkommt. Aber hier scheint es keinen Speed-Up zu geben. Da hinten ist wieder ein Kamel. Durch die Kamele. Ich wette, die müssen wir nachher sammeln. Da war was. Irgendwie so in dunkle Erinnerung verschüttet. Ja, komm ey, jetzt kommt so ein Speed-Up. Ich hab doch jetzt alle Schnuffelchen. Jetzt können wir doch durchrasen zum... bis zum Tor. Ja, danke schön! Kommt hier wenigstens wieder ein bisschen Pep ins Level. So. Und da wären wir. Im Zeitlimit. Yay! Gut, dann hoffe ich, ich konnte euch helfen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video von Yoshi's Crafted World. Ich bin MacherDevi, gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar und wenn ihr noch kein Abo habt, dann holt euch ein Abo und läutet die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also bis dann, tschüss!